Hallo Leute und willkommen hier außerhalb des Gebäudes. Hier wurden wir hingejagt. Glaube, hier sind wir auch nicht reingekommen. Aber hier geht es nach oben. Es wäre immerhin etwas Neues. Also zumindest ein neuer. Schon Hallo YouTube gesagt? Nein, Hallo YouTube sage ich doch gar nicht. Das sagt Quantum. Mein Hallo Leute. Okay, Hellsehen können wir glaube ich erstmal ausmachen. Wir schleichen hier mal ein bisschen umher. Wo ist der Typ? Vielleicht ist er ganz oben. Ich habe auf jeden Fall jemanden sprechen hören und das ist gut. Sehr gut sogar. Ich bin zwar der Meinung, da sind wir reingegangen. Also, dachte ich. Aber scheinbar nicht. Ist der im Zelt drin? Das wäre nicht nett für ihn. Trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Es satt, immer entwaffnet zu werden. Also er ist nicht hier drin, aber ich höre ihn deutlich. Gruselig. Wo ist der? Ich zeig mich mal. Entdeckt, okay. Oben auf dem Turm. Bist du da oben? Scheinbar. Ist da jemand? Ja, ich bin hier. Von hier oben gekommen, hier oben rein? Oder wie bin ich hier reingekommen? Wie bin ich hierher gekommen? Oh, ich dachte, das wäre eine Treppe. Na! Jetzt bin ich doch runtergefallen. Sag mir nicht. Doch, puh, Glück. So, ich komme hier. Was gibt's denn hier noch so? Gucken mal. Was man hier so findet. Ah, da geht's in den Turm. Müssen wir da vielleicht hin? Dich haben wir doch dann bestimmt noch nicht durchsucht. Alter Nordpfeil. Gold und Eisenpfeile. Okay, dich scheine ich abgeschossen zu haben. Ich weiß das doch alles nicht mehr. Hier geht's noch weiter nach oben. Wir gehen aber erstmal hier in den Turm. Kann natürlich sein, dass wir hier auf Feinde treffen. Und langsam gehen uns die Dietriche aus. Ein Glück habe ich so viele gekauft. Dietrich und Gold. Gut, wenn wir neue finden, ist es supi. Wenn nicht weniger. Wir speichern mal. Irgendwen. Ich sehe keinen. Habe ich die vom Turm geballert? Hier geht's auch noch weiter. Da geht's nach da oben rauf. Aha, aha. Interessant, aber hier ist zumindest erstmal niemand. Niemand. So. Okay, es sieht so aus, als müsste ich hier hinein. Und die scheinen da ganz oben drin zu sein. Oh Gott, wir können hier einfach so. Ich dachte, jetzt kommt ein Loading Screen. Der Wolf hat uns noch nicht bemerkt. Okay. Sie haben uns. Sie haben uns. Haben Sie uns? Scheinbar ja.
Okay. Na gut, wir werden mal so mutig sein und nach oben gehen. Wovon ich voll Angst habe gerade. Hier bin ich, du Noob, du. Wo auch immer du bist, ich verstecke mich mal. Ich kann es gar nicht erwarten. Oh Gott, ist der stark. Ich brauche eine Taktik. Irgendeine. Wäre nicht schlecht. Ich glaube, wir verstecken uns. Weil irgendwann findet er uns hier nicht mehr. Und die Zeit können wir nutzen, um eine Taktik auszuklügeln. Aber welche? Wie gehen wir da am besten ran? Okay, eine Idee habe ich. Erstmal F5, damit wir gleich nicht warten müssen, bis wir versteckt sind. Wir nehmen nicht Schreie, sondern Kräfte. Kampfschrei. Ich weiß nicht, ob wir den heute noch anwenden können. Mit wem redet er überhaupt? Das ist total krank, der Spaß. Oh Gott, 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 oh Gott. Nee, ich habe einen Zwergenbogen, ich habe einen Zwergenbogen. Ein Zwergenbogen ist stärker. Waffen. Wo bist du denn? Zwergenbogen mit Zwergenpfeil. Okay, dann Y. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Nein, ich habe ihn fallen lassen. Ach Mist, er hat mich entdeckt. Er hat mich entdeckt, er hat mich entdeckt. Okay. Egal. Ist das alles, was wir sind? Stirb. Wo bist du hin? Genug, genug. Ich ergebe mich. Wo bist du denn? Ich ergebe mich. Ich kann euch nicht besiegen. Okay, das ist gut. Aber es bringt uns. Er hat zwar schon einiges verloren, aber noch nicht alles. Ja, das wäre eine Methode. Rolle des Feuersturms. Und dazu nehmen wir noch Magie, den Schrei. Unerbittliche Macht. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Dann komm her. Kommst du her? Kommst du her? Ich warte auf dich. Wo seid ihr? Hier bin ich. Komm einfach nach oben. Bitte. Bitte. Kommst du? Dich habe ich besiegt. Besiegt. Und das ohne den Zwergenbogen. Wie ich es eigentlich vorhatte. Plötzlich. Eisenstreitkolben des Frosts. Elfendolch, Gold, Stahlplatten. Oh, das bringt viel Kohle. Viel, viel Kohle. Und von daher nehme ich es mit. So, wir speichern. Wir haben es, glaube ich, geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. So, wo ist mein Zwergenbogen? Er will meinen Zwergenbogen wieder. Wie bist du hier runtergekommen? Aber okay, ich hab dich wieder. Wenn man eben seinen Zwergenbogen opfern muss, um zu gewinnen, dann soll es eben... Ich häng fest. Nein! Nein! Gehst du... Nein! Sprinten? Puff! Komm schon, ich häng... Ich kann... Hab ich gespeichert? Wieso... Häng ich denn...
Was kann ich denn machen? Kann ich mich selbst anzünden? Meine Füße? Ich sehe meine Füße nicht mal. Ich habe keine Füße mehr. Scheiße. Hallo? Was kann ich... Das ist ja richtig scheiße, dass man hier festhängt. Ey, das gibt's doch nicht. Nicht das Spiel hackt, sondern ich hacke, ey. Oh nein. Komm schon, ich schmelze dich, du Scheißstein. Seht ihr das? Ich komme hier nicht raus. Ich versuche ja alles Mögliche, aber es geht nicht. Selbst das Schmelzen scheint nicht zu... Das Schmelzen hat geklappt. Ich fasse es ja nicht. Ich bin göttlich, was habe ich denn für Fähigkeiten? Alter. Ich kann Stein schmelzen. Da staunt ihr. Eine Truhe durchsuchen. Kriegslist der silbernen Hand. List oder Liste. Keine Ahnung. Gold, winziger Sehnenstein, Zauberbuchraserei. Kreaturen und Personen bis zur Stufe 6 reifen 30 Sekunden lang jeden in ihrer Nähe an. Okay. Goldener Smaragdring. Der Zauber kann uns durchaus von Nutzen sein irgendwann, ne? Wir können ihn ja mal lernen. Zauberbuch. Raserei. Juppi. Ist hier sonst noch irgendwas? Irgendeine Axt. Eisenstreitaxt der Ermüdung. Okay. Da liegt noch was. Grundlagen der Schlossmechanik. Gut, also die Reise hat uns echt gefordert. Und aus diesem Grund denke ich, ist es aber auch Zeit, langsam mal zurückzukehren. Also das abgeschlossen zu haben ist supi. Hat auch halbwegs Spaß gemacht, bis auf die lange Suche. Aber jetzt wird es Zeit für andere Dinge. Die Gefährten führen ihr Erbe auf die ursprünglichen 500 Gefährten von Iskramor zurück, die einst die ersten Menschen nach Himmelsrand brachten und schließlich ganz Tamriel besiedelten. Das ist ja schön. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Bei mir ist bisher noch keiner aus dem schwarzen Sakrament aufgetaucht. Oh, ich habe noch eine Geschichte, die ich euch während des Loading Screens erzählen kann. Und zwar muss ich immer so viel laufen hier. Und ich wollte heute mein Fahrrad fertig machen, damit ich Fahrrad fahren kann. Und so schneller bin. Leider passte die Luftpumpe irgendwie nicht und ich konnte es nicht benutzen. Und dann habe ich mir irgendwie auch noch den Fuß verletzt. Das heißt, ich kann gerade recht wenig laufen. Verdammter Dummkopf! Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Ja, das ist schön. Lass mich jetzt rein. Ja, das ist nicht so super toll. Vor allem, weil ich immer viel laufen muss, weil es eine gesplittete Uni ist. Also eine geteilte. Wo hier mal ein Gebäude ist und da mal ein Gebäude und ich dann halt bis zu drei Teilen in der Stadt schnell sein muss eigentlich. Naja. Ohne Fahrrad? Machbar. Ohne Fahrrad mit verletztem Knöchel, Fuß, wie auch immer. Schwierig. Aber naja. Ich esse übrigens gerade wieder Haribo Yogi Bussi. Na nun komm. Danke. So. Ich habe jetzt fast irgendwie Gegner erwartet. Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu... Hey du. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen... Was habt ihr schon verkaufen? Werft einen Blick darauf. Bücher. Beschworene Streitaxt. Nee. Beschworenes Schwert, beständiger Schutz, erhöht den Rüstungswert um 60 Punkte und absorbiert bis zu 60 Schadenspunkte durch Zauber oder Effekte. Das hätte ich gerne. Besänftigen. Blitz. Gesundheit 25, Maria halb so viele Punkte und Blitzschaden zufügt. Ein Blitz, okay.
Eichenhaut, steigert den Rüstungswert des Samurai 60 Sekunden lang um 40 Punkte. Okay. Ein Eisstachel, Feueratronarchen beschwören, Feueratronarchen. Würde mich auch noch interessieren. Flammen, Frostbiss, Frostrune. Funken. Ein Blitz der Gesundheit mit magischer 8 Punkte Splitschaden pro Sekunde zufügt. Und Flammen zieht wie viel ab? 10. Weil ich sie ein bisschen verstärkt habe, okay. Furcht, kann schon fliehen. Heilende Hände, Halt bei Zielen, die keine Untoten, Atronarchen oder Konstrukte sind, 15 Schadenspunkte pro Sekunde. Heilung. Heilende Hände ist auch Wiederherstellung, okay. Heldenmut. Das Ziel wird für 60 Sekunden nicht fliehen und erhält einen kleinen Bonus auf Gesundheit und Ausdauer. Hellsehen habe ich. Kerzenschein. Er schafft für 60 Sekunden eine schwebende Lichtquelle. Lautlosigkeit. Du wirst hier. Leichnam belebt einen mächtigen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Auch nicht schlecht. Leichter Schutz. Er hat einen Rüstungswert um 40 Punkte und absorbiert bis zu 40 Schadenspunkte. Kann ich eigentlich alles dann machen? Ich mach mal das hier. Ich kann wieder beleben. Jetzt habe ich aber kein Geld mehr. Was will ich denn noch? Ich trage zu viel. Niedere Untote verteilen. Raserei, Schnellheilung. Ja, das wäre cool. Schutzgeist. Beschwört einen Schutzgeist für sich an der Stelle auf der Liste. Seelenfalle, stirbt das Ziel einmal von erfüllt ist ein Seelenstein. Wäre auch noch gut. Und steigert den Rüstungswert des Zaubern 60 Sekunden lang. Ah, hätte ich mir Eichenhaut kaufen müssen. Okay, was willst du von mir kaufen? Irgendwas? Nein, ich will doch jetzt nicht extra deswegen raus. Du hast noch so einiges, was mich interessieren würde. Oh, das willst du haben, ja? Okay, kriegst beide. Gut, dann möchte ich von dir noch die zwei Bücher haben. Ja, Steinhaut. Wäre cool, aber erstmal Seelenfalle. Schnellheil. What? Ach man, weißt du was? Leck mich. Entsprechende Begabung habt, Leck mich. So, benutzen. Was können wir denn entzaubern? Neues Eisenstreitachs der Ermüdung. Bringt 185, 159. Dann machen wir den doch. Also vom Wert habe ich jetzt eben gesprochen. Und Lederstiefel der schwindenden Flammen. Oha. Yep. Okay. Verzauberung verbessert. Faringar, du kannst mich mal. Ich bin aber gleich wieder bei dir. Einen Moment einfach. Okay. So, wir haben jetzt ganz viele neue Zaubers, mit denen wir rumspielen können. Ich glaube, das wurde auch mal notwendig, weil Zauberer sind immer so stark und mächtig. Deswegen. Und ein paar Rüstungspunkte mehr können ja nicht schaden, oder? So, Moment, ich setze mich gerade anders hin. Falls ihr es nicht schon mitbekommen habt. Gut, wir gehen zu... Nein! Ach, Mann. Mann. Komm jetzt. Danke. Oh, ein Kurier. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Ah, okay. Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bietet mir Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Vielen Dank. Ich glaube, das war eine Dedra-Quest. Weiß ich aber gar nicht so genau. Aber halt doch mal dein Maul da. Was hast du eigentlich? Ihr seid gekommen, um dem Wort von Talos... Was könnt ihr mir über Talos erzählen? Hallo, mein Freund. Wenn ihr etwas über den mächtigen Talos erfahren wollt, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Zu Lebzeiten war Talos ein Nord.
der über unvergleichliches taktisches Geschick sowie grenzenlose Weisheit verfügte und die Macht besaß, den Menschen ins Herz zu blicken. Talos meisterte die Macht der Stimme. Ich hab keinen Bock mehr. In südlichen Gefilden seine Herrscher. Falls ihr mehr über ihn wissen möchtet, ihr werdet sicher zahlreiche Bücher zu diesem Thema. Naja, warum wurde die Anbetung von Talos verboten? Oh ja. Nun, ich will euch mal was sagen. Sirogi, macht ihr euch keine Sorgen, dass ihr verhaftet werdet? Den Himmelsrand werden wir. Sollen sie ruhig kommen? Ich fürchte mich nicht, denn Talos steht auf meiner Seite und ich bin sein Prophet. Seine Worte entspringen meinen Lippen. Seine Stimme dringt aus meiner Kehle. Fein, ich dachte, du hast wenigstens eine Mission für mich, was interessant ist. Gut, dann, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir doch zu den Gefährten. Nicht wahr? Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part danach. Und, holen uns dann im anderen Part ein paar neue Zauberbücher. Verkaufen ein wenig und so weiter. Ich habe in der Gegend hier. Habt ihr die Initiative? Ich habe die Pläne. Perfekt. Hoffentlich erfahren wir daraus mehr über ihre Bewegungen. Ich denke, dass wir sie in die Flucht geschlagen haben. Ja, ich. Könnt ihr mich in der Schieß... Ich habe kein Geld. Dann gehe ich mal. Nu, ich will mal hier die Hauptmission haben. Farkas? Skjor sagt, ich hätte Iskramos Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Ich suche nach Arbeit. Er sagt, ihr gehört ihr und ich sollte mich nicht einmischen. Sie macht mir Angst. Nicht Aela, nein, 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 nein. Ich hab... Oh, Glück. Ich suche nach Arbeit. Und es gibt auch noch viel zu tun, aber leider hat Kotlak von unserem Treiben Wind bekommen. Ah, okay. Er möchte euch sehen. Ich gebe euch einen Rat. Seid immer ehrlich zum Alten, aber erzählt ihm nichts, was er nicht wissen muss. Mhm. Ihr scheint ja hier voll ehrlich zu sein. Also, richtig aufrichtig, meine ich. Na gut, auf zu Kotlak. Ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle und sehen uns nach dem Loading Screen und im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss!